Lieben, und schön, dass ihr heute dabei seid. Ich war wieder so ein bisschen Beauty-Shoppen, weil viele von euch wissen, ich probiere gerne neue Produkte aus. Und dann habe ich so ein bisschen was gefunden, was euch vielleicht auch interessieren könnte. Also, dranbleiben und bis gleich. Ich merke momentan schon sehr, dass wir Winter haben. Meine Hände sind ganz schön rau geworden. Und ich muss zugeben, am Tag creme ich meine Hände gar nicht so oft ein, weil ich irgendwie nicht dazu komme. Und wenn ich dazu komme, dann habe ich das Gefühl, nein, jetzt nicht eincremen, weil ich muss ja irgendwie tausend Sachen anfassen. Und deswegen pflege ich meine Hände vor allem erst abends oder zur Nacht hin etwas mehr. Und ich benutze ja sonst die Granatapfel-Handcreme von Weleda. Bin auch sehr zufrieden. Und der Geruch, der ist ja immer noch eines der besten Gerüche, die man bei einer Handcreme haben kann. Trotzdem wollte ich jetzt mal was Neues ausprobieren und habe mir die Rosenhandcreme von Urte Kram gekauft. Ich gebe zu, hier habe ich wieder ein bisschen nach Aussehen des Produkts gekauft, weil ich finde die wirklich optisch sehr schön, ein tolles Design. Und bei mir ist es oft so, dass ich gerne auch Dinge kaufe, die in einer schönen Verpackung sind. Mal werde ich dafür belohnt, mal eher nicht. Deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt. Aber ich werde jetzt in den nächsten Wochen sehen, wie gut sie auch meine Hände pflegt. Und das ist ja das Wichtigste, neben Konsistenz und Geruch. Vielleicht kennt ihr ja auch schon einer von euch. Also ich habe sie schon öfter gesehen, aber nie probiert. Und das wird jetzt anders. Und dann habe ich noch Produkte zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar von der Manufaktur Ponyhütchen aus der Schweiz. Und da wird Kosmetik wirklich mit der Hand selber gemacht. Was ich super schön und sehr interessant finde. Einmal habe ich hier einen Reinigungsschaum, der heißt Keep Calm. Und da ist Lavendel und Aloe Vera drin. Und es steht, es soll ausgleichend sein und beruhigend. Und viele von euch wissen, ich bin ja ein Riesenfan von Reinigungsschaum. Ich reinige mir seit Jahren schon mein Gesicht, meistens mit dem Reinigungsschaum von Logona und finde Reinigungsschaum irgendwie einfach am schönsten. Ich finde, das macht die Haut frisch, das macht die Haut gut sauber und ich habe da gute Erfahrungen gemacht, jedenfalls mit meiner Haut. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt und ich werde heute Abend mal meine Haut damit reinigen und werde euch auf jeden Fall noch berichten. Und dann noch ein kleines, wunderschönes Döschen. Bio-Creme Deodorant Blütenzauber mit Jasmin, Lilie und Rose. Und die Deo-Creme ist in so einem kleinen Tiegelchen, was ich auch sehr praktisch finde, auch für unterwegs. Ich kenne zum Beispiel sehr viele Leute, die auf Creme-Deodorants sehr stehen. Und auch im Netz kriegt man so mit, dass Creme-Deos wirklich total super sein sollen. Ich bin jedenfalls gespannt. Ich hatte irgendwie noch keine Deo-Creme. Ich bin ja eher ein Fan von Deo-Sprays. Aber gerade bei Deos bin ich immer auf der Suche nach einem Produkt, was sanft zur Haut ist, trotzdem natürlich eine gute Wirkung hat und optimal riecht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Jedenfalls freue ich mich sehr, das auszuprobieren. Und allein schon der Geruch, den finde ich richtig schön. Zurückhaltend, nicht aufdringlich und irgendwie lecker. Auf jeden Fall freue ich mich drauf und ja, mal sehen. Ich bin jetzt auch beim Creme-Deo angelangt. Mal gucken, ob das was für mich ist. Auch in meinem Einkaufskorb gelandet das straffende Serum von Weleda, Granatapfel. Das Produkt hatte ich schon öfter mal, aber jetzt gerade zum Winter benutze ich es sehr regelmäßig, weil meine Haut einfach viel, viel trockener ist, wie wahrscheinlich bei euch auch. Aber sobald das Thermometer irgendwie tiefer sinkt als so 6, 7 Grad, fängt meine Haut wirklich an zu spannen, gerade in der Wangengegend. Und da gerade auch im Winter meine Haut manchmal so ein bisschen fahl wirkt, habe ich das Gefühl, noch mehr Feuchtigkeit zu brauchen. Auf jeden Fall. Das Serum musste wieder mit ein gutes Anti-Aging-Produkt, was mich garantiert gut durch den Winter bringt. Und dann wollte ich ja schon lange mal dieses Mousse-Make-up von Lavera ausprobiert haben. Ich habe das in meiner Drogerie leider nicht gefunden und musste erst in die große Stadt fahren, um mir das zu besorgen. Auf jeden Fall habe ich schon viele positive Dinge darüber gehört. Es soll sehr seidig sein, sehr gut mit der Haut verschmelzen und einen super Teint geben. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt den Ton Ivory 01 genommen. Ich bin mal gespannt, ob das so passt. Und ein Mousse-Make-up hatte ich vorher noch nie und bin wirklich sehr gespannt. Und dieses Mal hatte ich beim Einkaufen etwas mehr Zeit, weil wenn man drei Kinder im Schlepptau hat, dann guckt man sich meistens nicht mega ausgedehnt in der Drogerie um. Aber ich war alleine und habe dann so ein bisschen stöbern können und auf jeden Fall bin ich bei den Lavera Paletten wieder hängen geblieben und habe mir diese hier mitgenommen. Und zwar ist das die Purple Fantasy 03. Und
die Farbtöne haben mir sehr gut gefallen. Ein dunkelbrauner Kakaoton, ein hellbrauner Ton, der so ein bisschen ins Goldige geht. Der eine Ton ist so ein bisschen rosé-beige und der andere Ton ist ein kräftiges Lila. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Diese Palette ist mir gleich ins Gesicht gesprungen. Ich habe von Lavera, glaube ich, mittlerweile 3 oder 4 Paletten. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls sind das alles schöne Farben, die ich alle sehr gerne benutze. Und gerade Paletten. Ich bin ja ein Riesenfan, wie ihr wisst. Und ich weiß, dass ich diese hier sehr gerne benutzen werde. Aber ich berichte nochmal genauer, wie ich denn die Farbzusammensetzung finde und die Textur und ob sie sich gut verblenden lassen, werde ich euch auf jeden Fall noch berichten. Diese CC Cream kaufe ich bestimmt schon zum 3. oder 4. Mal und bin einfach sehr begeistert. Sie ist von Santé und der Ton ist Natural Nummer 20. Und ich finde sie wirklich klasse. Für mich eine perfekte Mischung aus getönter Tagespflege und aus Make-up. Die ist so mittelgut deckend, aber ich finde, die zaubert so eine Frische. Und wenn ihr die noch nicht kennt, dann probiert sie mal aus. Und als ich sie zum ersten Mal gekauft habe, habe ich so gedacht, naja, mal gucken, wie die ist. Weil manchmal benutze ich auch gern BB und CC Creams, aber manchmal merke ich doch schon, ich brauche einfach etwas mehr Deckkraft oder ich will etwas mehr Deckkraft, wenn ich einfach wenig geschlafen habe und ich einfach so ein bisschen den Teint aufpolieren möchte. Aber die Creme macht das wirklich toll. Ich bin begeistert und es gibt Tage, wo ich Make-up eher verwende und es gibt Tage, wo ich diese hier verwende. Und es gibt Tage, wo ich die Creme auch mit Make-up mische. Also da kriege ich immer die optimale Deckkraft, die ich gerade will und die macht alles mit und deswegen glaube ich, werde ich die jetzt noch öfter kaufen. Und beim Make-up konnte ich mich dieses Mal gar nicht entscheiden. Was probiere ich zuerst? Was kaufe ich zuerst? Und ich bin auch jemand, der nur Kosmetik kauft, wenn er sie auch braucht. Und ich habe von Lavera mitgenommen die Liquid Foundation. Und hier steht noch eine zartcremige Foundation mit Bio-Blüten-Liposom. Und hier habe ich die Farbe Ivory Light 01 mitgenommen. Und 10 Stunden Long Lasting finde ich schon gut, weil oft ist es ja auch so, man schminkt sich morgens, man sieht so 3 bis 4 Stunden frisch und zufrieden aus. Und dann sieht man irgendwo einen Spiegel und denkt, okay, das kann jetzt nicht nur am Licht liegen. Viele Make-ups verflüchtigen sich doch den Tag so ein bisschen über. Und wer hat schon Zeit und Lust, unterwegs oder bei der Arbeit neue Make-up aufzutragen? Das macht man meistens sowieso nicht. Deswegen, ja, ich bin gespannt, ob das wirklich gut hält und wie es ausschaut. Weil jedes Make-up macht ja einen völlig unterschiedlichen Teint. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt gut eingedeckt, was Make-up angeht. Neue Sachen auszuprobieren, finde ich so spannend. Und wer weiß, vielleicht ist ja unter diesen Sachen auch mein neues Lieblingsprodukt dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann teilt es mit euren Freunden und Bekannten. Und hier unten habe ich euch auch noch 2 Videos verlinkt, falls du weiterschauen möchtest. Und morgen ist hier bereits My Day Friday. Ab 13.30 Uhr gehen wir schon so langsam gefühlsmäßig ins Wochenende. Also klickt euch morgen rein. Ich freue mich auf euch. Und tschüss.